Mark Kempf mit 13-0 gewinnt heute Abend gegen EV Zug. Die Partie ist ziemlich früh lanciert worden, mit einem frühen Goal nach 84 Sekunden, wo du daran beteiligt bist. Ein optimaler Start heute Abend. Ja, ich glaube, wir haben letztes Match nicht so einen guten Start. Wir haben uns vorgenommen, wirklich mit Energie anzufangen. Und so früh ein Goal, das hilft extrem. Ja. Dann müssen wir gleich das zweite Drittel ansprechen. So viele Chancen, so viele Schüsse. Da hat das Maximum eigentlich auch fast rausgeholt aus dem Drittel an Chancen. Ja, es ist eigentlich unglaublich, dass wir nicht mindestens zwei Goal gemacht haben. Extrem gute Chancen, aber ich glaube, wir haben gut gespielt und es hat halt ein bisschen im Glück gefehlt. Ich glaube, der Stefan hat auch gut gespielt, hat ein paar extreme Saves gemacht, aber wir sollten eigentlich schon mehr Goal schiessen, weil es ist der 1-0 geblieben, ist knapp gewesen und es war gefährlich gewesen. Wenn wir dort ein, zwei Goal mehr machen, dann sieht es besser aus. Wir haben viel geschossen, das ist gut. Wir haben viele Chancen gehabt, das ist auch gut. Schauen wir, dass sie morgen wieder reingehen.